Jensen. So, hier ein kurzes Infovideo. Ich versuch's zumindest, während Sturm die Sabine mir hier einen vor der Karre bläst. Wir haben hier Windstärke, ich denke mal 9. Ja, die Böen könnten 90 km/h stark sein. Da der Ford zu hoch und lang ist, hat eine schöne Angriffsfläche. Also es geht manchmal nach links, manchmal nach rechts. Ist schon mega geil gewesen, vor allem auf der Rübenbrücke. Das war ja, ne? So, pass auf, Thema ist heute eigener Rastserver. Ich habe gestern auf dem Sonntag im Livestream das schon mal angesprochen. Und zwar hatte ich am Samstag, habe ich wie immer oder wie sehr oft nach dem Stream noch jemand gehostet. Da hatte ich dann den Tim gesehen mit 0 Zuschauer. Habe ich gedacht, komm, ne, hostest du ihn mal mit ein paar Leuten. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit ihm, weil ich gesehen habe, dass er da irgendwelche Textzeilen eingibt, da Programmiersprache irgendwie bla. Dann hat er gesagt, ja, er macht gerade seinen eigenen Server hier, baut ein bisschen um. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht denn aus, wenn ich jetzt zu dir sage, mach mir mal einen Server, wie lange dauert das? Er so, na, ungefähr 4 Stunden steht alles. Und da ihr die Community ja auch immer wieder gesagt habt, Mensch, Rudi, mach doch mal einen eigenen Server, die gesagt hat, nee, warum, Sargos hat doch einen Server, da können wir doch alle raufgehen, hatte ich da nicht so wirklich Elan zu. Mittlerweile ist aber auch das Problem Steam Sniper da und nicht wenig, das habt ihr ja alle mitbekommen. Vorteil an so einem Server wäre ja, wenn ich einen erwische, muss ich nicht erst irgendeinen Admin versuchen zu erreichen oder sagen, ja man, guck doch, der Steam Sniper doch, mach doch mal was. Ja, bist du sicher, vielleicht ist es ja auch nur Zufall, obwohl es echt offensichtlich ist. Kannst du den als Server ohne einfach mal kicken oder bannen oder erst kicken als Verwarnung und dann, wenn er nochmal macht, bannst du weg, hast du für immer deine Ruhe verdient. Ich möchte aber gleich sagen, der Server ist nicht günstig, der kostet 100 € im Monat. Tim und ich werden uns den teilen, die Kosten teilen und wir haben 2 Server laufen. Ich denke mal so 50 bis 75 Slots erstmal. Und mal gucken, wie er anläuft. Tim wird eher so auf Modded gehen. Ich werde eher auf Vanilla bzw. leicht Modded. Die Stackgröße werde ich ändern. Die Craftzeit vielleicht auch. Warum schwankt mein Licht hier? Daher seid ihr jetzt gefragt. Ihr dürft jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr euch gerne wünscht. Ich sag gleich, ihr könnt euch sparen, TP, Kids könnt euch sparen. Achso, nee, was war das denn gerade? Na egal. Die Straßenpizza war nicht dabei, keine Ahnung. Was könnt ihr euch noch sparen? Ja, das waren auf jeden Fall erstmal die 2 Sachen, die ich da definitiv nicht reinbauen werde. Die Größe wird sich zwischen 5 und 8 Mann befinden. Es wird keine Open End geben. Ich sag auch noch gleich was dazu, wenn da Leute rumlaufen, die auf dem Office-Server die ganze Zeit zocken und denken, die können da wie die Heuschrecken über den Server herfallen. Seid ihr gleich unten. Ich scheiße auf 2, 3 PvP-Götter. Wenn sie mir damit 5, 6 Normalos wegballern, die keine Lust mehr haben. Wegen Offline-Raid-Schutz bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Vorteil hat's ja. Viel arbeitende Bevölkerung. Nachteil für die, die nicht arbeiten, die müssen warten oder halt doppelt Sprengstoff
Sprengstoff reinknallen. Cyrus hat da schon viele gute Ideen in seinen Server eingefügt. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Das Problem ist aber, es kommt keiner bei ihm rauf. Wir schreien immer alle bei ihm in den Videos, ja, so, so und so und so. Dann ändert er alles ab für euch und dann kommt kein Schwanz rauf. Er hat da über 400 Leute auf der Whitelist, aber ihr kommt nicht. Warum? Die sind auch raufgegangen jetzt, sie wollten du was starten, Alter, und ich glaube, die Höchstzahl der Spieler waren 6 zum Vibe. Kann daran liegen, dass er zum Freitag hin vibet, was für die Arbeitbevölkerung wieder sehr positiv ist. Also mich freut's, weil ich muss nicht Donnerstag was machen und bin Freitag morgen jetzt zum Beispiel todmüde nach nur 4 Stunden Schlaf. Aber wie gesagt, das Problem ist, die Leute wollen am Vibe am Donnerstag nicht warten, wollen dann zocken, gehen auf einen anderen Server. Am Freitag, wenn der Server von Cyrus Vibe, ist das Problem, keiner will jetzt nochmal woanders hin, weil die haben sich ja schon mal aufgebaut. Alter, ist das eine scheiße Game. Da muss ich mal gucken, was ich mache. Der Vibe-Zyklus wird sein, eine Woche immer. Also wir werden eine Woche Vibe haben. Dann kommt Blueprint Vibe. Dann wird Vibe und da kommt Map Vibe. Also eine Woche Blueprint, eine Woche Map, eine Woche Blueprint, eine Woche Map. Das reicht. Eine Woche reicht völlig aus. In 2 Wochen könnte man eventuell über nachdenken, aber da ist der Server auch schon dead. Bei 4 Wochen. Ich bin keiner Quatsch. Oh Leute, sorry, ich bin so fucking müde. Ich hab mir extra noch mitgenommen, weil ich meinen Grand schon trinken. Und es gibt eine Whitelist. Aber bitte fang mir jetzt nicht an hier mit, du machst ja sagen, dass dein Server komplett nach. Nein, aber ich pick mir gute Ideen raus bei ihm. Und eine Whitelist ist einfach das Nonplusultra, um davon ausgehen zu können, dass du gleich vorab Stream Sniper gar nicht erst auflässt. Eventuell lasse ich sie rauf und dann gucken wir mal, ob sie sich benehmen. Aber wenn nicht, dann weg. Ich will auch nicht einen German Starter irgendwie Konkurrenz machen. Es geht hier hauptsächlich darum, dass ich einen Server haben möchte, auf dem ich spielen kann und livestreamen kann, ohne abgefuckt zu werden. Moment. Ui, lecker. Ich hoffe, dass viele andere Streamer, egal wie groß sie sind, die Chance wahrnehmen, darauf zu gehen und zu wissen, dass ihr Ruhe da habt. Also Max Fail wird auch kommen, auf jeden Fall, sagt er in seiner Gruppe. Mal gucken, ich werde mal noch 1, 2 anschreiben. Ja, könnte man wieder sagen, ich mache Werbung, aber nö, wieso, ist ja keine Werbung. Ich biete den Leuten ja nur was an. Und zum Thema Sargos, ich hatte ihnen ja angeboten, pass auf, dein Server, lass uns den uns doch einfach teilen. Ich lege die Hälfte an Geld zusammen und wir machen abwechselnd 14 Tage du, 14 Tage ich oder wir ändern den immer ab denn, aber hat er keine Lust drauf gehabt, allen umzustellen, kann ich verstehen, jetzt habe ich schon auch genug Arbeit. Also ich will ihnen auch keine Konkurrenz machen. Er ist recht herzlich eingeladen, auch drauf zu spielen, weil er wird auch mal sehr oft abgefuckt. Das hat auch keine Lust so richtig auf Rast, wie ich gehört habe, aktuell. Und da kann er sich dann entfalten. Vielleicht, ich weiß nicht, was ich alles abändere, aber ich werde nicht so viel abändern. Das soll nicht so heftig, hardcore-mäßig da gemoddet werden. Und ich werde auch keinen Shop einbauen. Was gibt es noch zu berichten dazu? Wie gesagt, schreibt eure Ideen da rein, was ihr gerne hättet. Ich gucke mir das an, ich lese das durch und ich sage auch gleich, wenn ihr alle jetzt schreit, ja, 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 und zum Vibe-Tag kommen nur 10 Leute und es bleiben über die Woche über nur 3 da, ist das Thema gleich wieder durch. Weil
100 Euro oder 50 ich, 50 Tim, okay, der Hesige voran, 50 Tim, 50 ich, dann ist auch nicht gerade wenig Geld. Ne? Und meiner einer zum Beispiel tut es vielleicht nicht ganz so weh, aber bei Tim weiß ich ja nicht, ne, ob es ihm weh tut. Gut, ich meine, Tim kann ja dann. Ja gut, Tim ist natürlich angearscht. Wenn ich sage, mein Server kann gelöscht werden, dann hat er die kompletten Kosten selber. Ja, immer mal gucken. Das ist alles so ein bisschen Klärungsbedarf noch. Ja, aber jetzt ist Feierabend, Ampel ist rot, ich mache Kamera aus, schreibt fleißig rein, beteiligt euch, ihr wolltet immer so, dann viel Spaß damit.